Der Skitourenführer Toni Starnhobel ist angeklagt, den herzkranken Edgar Ferner bei einer Skitour zurückgelassen zu haben. Edgar Ferner hat mehrere Stunden in eisiger Kälte ausharren müssen und dabei einen Herzinfarkt und eine Lungenentzündung erlitten. Was veranlasste den Angeklagten zu einer solchen Nachlässigkeit? Herr Starnhobel, wir waren Leute, die strafsei, sind einer fahrlässigen Körperverletzung angeklagt. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Kirki Dazi. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Herr Starnhobel, Ihr Personalien zunächst. Sie heißen mit vollem Namen Anton Starnhobel? Ja. Ja. Geboren 3. März 71 in München. Korrekt. Sie sind ledig, Sie leben in Eckenfelden. Richtig. Und vom Beruf sind Sie Bergführer und Skilehrer. Richtig. Mhm. Wie hoch ist das monatliche Einkommen? Ja, eine Saison ca. 1000 Euro netto. Mhm. Vorbestraft sind Sie nicht, Bundeszentral ist da ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger, die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am 16. Februar 2002 unternahm der Angeklagte als Bergführer und Skilehrer mit dem Ehepaar Ferner eine für Herzkranke aufgrund der Höhenunterschiede nicht geeignete Skitour im Rofangebirge, obwohl ihm Herrn Ferners Herzkrankheit bekannt war. Dieser klagte dann auch gegen 14 Uhr über Herzschmerzen und konnte nicht weiter. Da der Angeklagte sein Handy nicht dabei hatte, fuhr er mit Frau Ferner ins Tal zurück und benachrichtigte von dort aus gegen 20 Uhr die Rettung. In dieser Zeit erlitt Herr Ferner einen Herzinfarkt sowie eine Lungenentzündung und musste stationär behandelt werden. All dies hätte der Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Überdies bejaht die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Der Angeklagte wird somit einer fahrlässigen Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß § 229, 230 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, möchte sich Ihr Mandant äußern zur Sache? Herr Starnhobel, Sie sind staatlich geprüfter Bergführer, Skilehrer. Ein Mann, der sich Ihnen anvertraut hat für eine Skitour, der Herr Ferner, der ist letzten Endes im Krankenhaus gelandet mit einer Lungenentzündung und einem leichten Herzinfarkt. Wie konnte es so weit kommen? Ja, der ist selber schuld. Also, wir haben, wie gesagt, eine Skitour geplant, die wir dann auch in Angriff genommen haben. Und die Andi und ich meine, die Frau Ferner und ich, ja, wir machen diese Touren jedes Jahr. Und normalerweise ist auch ihre Schwester dabei. Nur dieses Mal hatte sie kurzfristig abgesagt und ja, da ist eben der Herr Ferner eingesprungen, von dem ich halt eben nichts gewusst habe. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Frau Anita Ferner? Ja, ganz normal. Wie gesagt, wir gehen einmal, zweimal im Jahr auf eine Skitour. Ganz normal? Ist Ihre Beziehung also rein freundschaftlich? Ja, absolut. Wie gesagt, wir verstehen uns sehr gut, machen die Touren zusammen. Sie ist eine exzellente Skifahrerin und da geht es auch sehr leicht. Und ja. Sie hatten bei der Polizei aber schon was gesagt, dass der Mann irgendwie recht eifersüchtig ist oder so? Ja, das hat mir die Anni schon öfters gesagt, dass ihr Mann ziemlich eifersüchtig ist. Und deswegen, glaube ich, wollte er auch dieses Mal mit auf die Tour gehen. Er ist dann mit auf die Tour, ja? Und? Ja, korrekt. Also, der wollte unbedingt mit. Ich habe ihn zwar gefragt, ob er überhaupt so eine Tour mitmachen kann, denn es ist nicht was für jedermann. Wissen Sie, das ist... Man muss die Kondition mitbringen und man muss fit sein, aber der hat einfach nicht hinhören wollen. Haben Sie ihn auch gefragt, ob er Krankheiten hat? Ja, selbstverständlich. Der hat einfach nicht reagiert. Die Frau Ferner hat aber bei der Polizei ausgesagt, dass sie ganz genau über die Krankheit ihres Mannes informiert hat. Nix, sie hat mir nichts erzählt. Mhm. Stimmt nicht. Aber auf alle Fälle wären Sie nach den Vorschriften verpflichtet gewesen, was? Sofort zurückzufahren, oder? Richtig, also ja, es ging halt dann so, dass wir trotzdem losmarschiert sind. Nein, das meine ich gar nicht, sondern zurückzufahren, als es passiert ist mit dem Mann und Hilfe zu holen, und zwar sofort. Ja, das wollte ich ja auch, aber wie wir dann umgedreht haben, die Anni, die ist dann total hysterisch geworden. Also sie hat halt tierisch Angst vor Lawinen und ja, das ist auch ein ziemlich lawinengefährdetes Gebiet auch alles. Was wollten Sie denn? Ich habe jetzt nicht so verstanden. Ja, eben Hilfe holen. Ja, das haben Sie dann getan, aber ihn allein lassen dabei. Ich habe nichts, was wollt ihr von mir? Ich habe hier nichts getan. Ja, aber ich hab extra, da ist doch normal, einer bleibt oben, einer fährt ins Tal, oder? Korrekt, aber der eine war verletzt und die Frau Ferner wollte nicht. Und da sie eine exzellente Skifahrerin ist... Hätten Sie oben bleiben können und sie runterschicken allein, oder? Nein, sie wollte eben nicht. Sie hatte auch Angst, alleine da runterfahren. Und da dachte ich, ich nehme sie mit und dass wir zusammen runterfahren. Das würde vielleicht nicht so schnell gehen, aber... Ich dachte, das geht dann schon. Naja, und die Anita ist aber dann auch nicht runtergekommen. Geweigert.
hat sich geweigert, allein oben zu bleiben bei ihm. Die ist total hysterisch geworden. Die ist hat sich geweigert, allein ins Tal zu fahren. Ja, ich kenne sie überhaupt nicht so. Mhm. Zeigen also Sie uns, wir haben da eine schöne Karte. Vielleicht zeigen Sie uns mal ganz kurz, wo das war. Da ungefähr 800 Höhenmeter. Da ist sie eben da gelegen und konnte nicht rauf und nicht mehr runter. Mhm. Aber jetzt ist natürlich von dort oben, ich meine, da braucht man ins Tal höchstens normalerweise halbe, dreiviertel Stunde oder so, oder? Wenn man abfährt. Nein, nein, also so schnell, Sie haben überhaupt keine Ahnung vom Skifahren, das nehme ich mal an. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das würde ich so nicht sagen, wenn Sie sagen 800 Höhenmeter, da braucht es doch normal nicht länger. Nein, 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 das war, nein. Das Problem, was wir dann hatten, ist, es hat extrem, also brutal zum Schneien angefangen. Es war alles total verrückt und dann auf dem Weg runter ist die Anne auch noch gestürzt und hat den linken Knöchel verstaucht. Also musste sie auch noch stützen und das also, Wetter, das also war Herr Stangenhobel, das ist alles völlig unglaubhaft. Ich meine, es ist so, Sie lassen den Mann, der oben mit dem schwachen Herzen liegt, den lassen Sie einfach alleine, obwohl es schneit. Ich meine, Sie haben doch ein Handy gehabt. Da hätten Sie doch nur mit dem Handy Hilfe rufen müssen. Ich hatte, das wäre doch ganz einfach gewesen. Nein, ich verstehe es nicht. Das waren lauter ungünstige Umstände. Ich hatte ja mein Handy am Abend vorher noch im Rucksack gepackt. Ich weiß es genau. Ja, und wo war der Rucksack, als Sie am Berg waren? Der war bei mir. Und wo war das Handy? Der war eben nicht mehr drin. Ich verstehe es auch nicht. Das verstehen Sie nicht. Das klingt ja nicht besonders vertrauenserweckend. Das muss ich Ihnen also schon sagen. Was wollen Sie denn hören? Dass Sie sich nicht korrekt verhalten haben. Absolut. Aber Herr Staatsanwalt, mein Mandant hat doch seine Zwecke geschildert. Der Verteidiger, die von Ihrem Mandanten geschilderten ungünstigen Umstände, die kein Mensch nachvollziehen kann, Handy im Rucksack und dann nicht im Rucksack, die hätten Herrn Ferner beinahe das Leben gekostet. Das so sieht's aus. Mag ja so sein, aber Sie können meinem Mandanten doch nicht zum Vorwurf machen, dass er ein Handy nicht dabei hatte. Die Tat aber dass er die Vorschriften missachtet hat, das mache ich ihm zum Vorwurf. Ja, welchen denn? Fragen das möchte ich mal gerne hören. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Fragen noch an den Angeklagten. Keine mehr. Keine. Den Herrn Ferner bitte, wir treten die Beweisaufnahme ein und Sie nehmen da drüben Platz. Der Zeuge Ferner, bitte. Herr Ferner, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ja. Ihr Personalien zunächst. Sie heißen Edgar Ferner, 30 Jahre alt, mit der Frau Anita Ferner verheiratet, wohnen in Wuppertal. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe seinerzeit den Autosalon meines Vaters geerbt. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Das Sie waren ja relativ lange im Krankenhaus. Hm? Ja, das waren 2,5 Wochen auf den ja, Tag. Ich habe ja auch ärztliches Attest. Kommt auszugsweise zur Verlesung. Sie hatten also einen Herzinfarkt aufgrund von Verschluss mehrerer Herzkranzgefäße, Hypertonie, Übergewicht, erhöhte Cholesterinspiegel und körperliche Überanstrengung. Also alles zusammen hat letzten Endes dann zum Herzinfarkt geführt, ohne Lungenentzündung. War ein relativ leichter Herzinfarkt natürlich. Ja. Herr Ferner, wie haben Sie sich schlussendlich denn noch im Nachhinein dazu entschlossen, an der Skitour Ihrer Frau vom Herrn Stangenhobel teilzunehmen? Sie glauben doch wirklich nicht, dass ich meine Frau mit diesem Pisten-Casanova alleine losziehe? Was soll das heißen, Mann? Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Das habe ich Ihnen schon auf den ersten Blick angesehen. Ah, Quatsch. Mit Ihrer Kondition hatten Sie keine Bedenken, dass die ausreicht. Oder Sie hatten ja eine Vorstellung, Sie hatten ja Krankheit, Herzkrankheit, oder? Ja, also eigentlich nicht. Ich habe mich vorher mit meiner Frau darüber unterhalten. Sie sagte mir, dass die Tour meiner Kondition angepasst wäre. Und so unsportlich bin ich nicht. Also ich gehe regelmäßig, das heißt zweimal in der Woche zum Golfen. Und die Stimmung zwischen Ihnen beiden, war die direkt so, wie es jetzt gerade eben rauskam? Ja, das war von Anfang an. Er brachte mir überhaupt gar kein Verständnis entgegen. Und es, gerade was meine konditionellen Schwächen anging, ging er überhaupt gar nicht auf mich ein. Mhm. Herr Ferner, sind Sie herzkrank? Ja, ich leide unter KHK, das ist koronare Herzkrankheit. Haben Sie Herrn Stangenhobel darüber informiert? Ja, natürlich. Ja, Lüge! Der lügt doch schon wieder! Nichts hat er mal gesagt! Meine Frau hat mit Ihnen drüber gesprochen und hat es mir danach selbst noch bestätigt, also, am selben Tag. Herr Ferner, Sie selber haben es ihm nicht gesagt? Nein, wir haben nicht miteinander gesprochen. Das hat alles meine Frau Ihre Frau hat die Information. Weil die sich im Sie haben okay. über Krankheiten gar nicht gesprochen. Er hat Sie auch nicht danach gefragt. Wir persönlich haben darüber nicht gesprochen. Mhm. Bei so einer Krankheit haben Sie sicher auch Medikamente, oder? Ja, ich habe da ein Nitro-Spray dabei, was ich auch, sobald es zum Sport geht, immer dabei habe. Auch an diesem Morgen habe ich es mir in meine Sportjacke gepackt. Aber als ich dann auf dem Hang lag und es brauchte, war es nicht mehr da. Wie kann sowas passieren? Ich kann es mir nicht erklären, weil
wie gesagt, ich habe es eingepackt und es ist eine verschließbare Tasche. Ich bin zwar das ein oder andere Mal gestürzt, aber dadurch fällt das Nitrospray nicht aus meiner verschlossenen Tasche. Herr Staatsanwalt, wie das Handy meines Mandanten? Bitte? Wie das Handy meines Mandanten? Herr Ferner, Ihre Krankheit, diese koronare Herzkrankheit, in welchen Situationen wirkt sich die aus oder wird sie gefährlich? Also zum einen bei extremer körperlicher Anstrengung und des anderen halt bei Kälte. Bei Kälte. Und deswegen ist auch dann oben auf dem Berg erst der Infarkt zum Tragen gekommen, als ich unterkühlt war. Ah, ist doch alles eine Lüge. Von Anfang an haben Sie keine Ratschläge von mir genommen. Blödsinn. Wann soll ich das denn gesagt haben? Ach, hören Sie doch auf. Also Sie haben aber miteinander direkt nie gesprochen, oder? Sie haben das nur mit der Frau besprochen. Ist das richtig, wie es dazu gesagt? Nein. Die Annie hat nie was gesagt, dass er krank. Aber Sie haben nur mit seiner Frau darüber gesprochen, ja, ob er Kondition hat, ob er Krankheiten hat. Richtig. Noch Fragen an den Herrn Ferner? Keine, danke. Dann die Frau Ferner bitte als nächstes. Der Zeuge bleibt 61.2 als Zeuge Ferner, bitte. Nehmen Sie bitte noch da hinten Platz. Frau Ferner, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ihr Personalien zunächst. Anita Ferner, 29 Jahre alt, Hausfrau, die Ehefrau des Herrn Edgar Ferner. Ja. Wohnen mit ihm gemeinsam in Wuppertal und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Das ist richtig, ja. Frau Ferner, was hat sich da am Berg abgespielt? Ja, es war schrecklich. Also mein Mann ging es nicht so gut und konnte somit nicht mehr weiterfahren. Der Herr Stangelhober hat gesagt, Sie hätten sich gewehrt, sowohl allein dann ins Tal abzufahren und ihn oben zu lassen, als auch bei Ihrem Mann oben zu bleiben. Ja, das ist richtig. Ich habe Angst vor Lawinen und wenn irgendwelche Stellen so sehr gefährlich sind, wenn ich in Bewegung bin, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber da hatte ich doch schon sehr viel Angst. Und mein Mann, dem ging es nicht gut. Und durch seine Herzkrankheit hätte ich ihn dann nur noch wirrer gemacht und nervöser gemacht. Ja, und warum dann nicht, dass Sie alleine ins Tal fahren? Das wollte ich nicht. Ich hatte Angst. Und ohne Begleitung. Und alleine bei meinem Mann konnte ich auch nicht bleiben. Und wenn ich da ins Tal gefahren wäre, dann wäre mir was passiert. Und das wäre ja noch schlimmer gewesen, dass ich da dann keine Hilfe hätte holen können. Ja, hatten Sie als erfahrene Skifahrerin das Gefühl, dass der Herr Stangenhobel alles richtig macht? Also sonst ist Toni immer sehr professionell. An dem Tag habe ich so das Gefühl gehabt, dass er nicht so bei der Sache ist. Ich meine, ich bin keine Bergführerin, aber ich fand schon, dass du da ein bisschen... Nein, Anni, was soll das heißen? Dass du da Larifari umgegangen bist. Alleine schon die Sache mit dem Handy. Nein, also ich weiß ganz genau, ich habe das Handy am Vorabend in den Rucksack gepackt. Frau Ferner, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich als erfahrene Skilauferin darauf gekommen, auf den Gedanken gekommen, dass Ihr Mann in dieser körperlichen Konstitution die Tour mitmachen kann? Also mein Mann, der wirkt ein bisschen unsportlich. Er ist aber gar nicht so unsportlich. Und ich habe gedacht, es tut ihm mal ein bisschen gut, was zu machen. Ich hatte ja mit dem Toni vorher die Tour besprochen, aber dass du dann so eine schwere Tour aussuchst, das hätte ich ja nun nicht gedacht. Und was ist mit seiner Herzkrankheit gewesen? Ja, das ist sportliche Sachen, die er macht. Ich bedenke das ja auch immer, wenn wir irgendwas machen. Er spielt Golf zum Beispiel. Es sind viele Sachen, die er macht. Und das muss natürlich bedacht werden. Deswegen hatte ich den Toni ja gebeten, dass er sich bitte eine leichte Tour aussucht. Ich habe die Tour einfach unterschätzt. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann Angst hatte, dass Sie mit Herrn Stangenhobel ein Verhältnis anfangen oder haben könnten? Naja, mein Mann ist ein bisschen eifersüchtig. Aber naja, nichtsdestotrotz. Also ich bin froh, dass mein Mann mitgefahren ist. Anita, Schatz, du weißt ganz genau, dass ich dir hundertprozentig vertraue. Nur halt manchmal, da kommt die Eifersucht durch. Ja, ist ja auch schon gut. Ich weiß ja dann, dass du mich lieb hast. Ah, boah, ey, da krieg ich doch das Kotzen! Herr Stangenhobels ist gut, ja. Behalten Sie es bei sich. Wie war das dann bei der Abfahrt? Da hatten Sie einen Sturz. Wie kam es zu dem? Ja, ich bin den Berg eben runtergefahren und bin am Ast oder an der Wurzel hängen geblieben und habe mir da den rechten Knöchel verstaucht. Und das wäre aber auch alles nicht passiert, wenn der Toni nicht vorbeigefahren wäre. Also er ist vorab gefahren und es ist einfach zu schnell gewesen. So schnell konnte ich nicht hinterher. Ah, schon wieder ein... Sie lügt ständig.
Du, Anni, du bist doch vorausgefahren. Und außerdem, es war doch dein linker Knöchel. Toni, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann gib es doch bitte zu. Ich habe nichts falsch getan. Jetzt mal, Frau Ferner, Sie wissen ja, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Sie können hier ganz, ganz schnell vereidigt werden. Welcher Knöchel war es nun? Der rechte oder der linke? Wer ist vorgefahren? Sie oder der Stangelhobel? Also ich werde doch am besten wissen, welchen Knöchel ich mir verstaute. Mir ist schon klar, dass ich hier die Wahrheit sage. Das sage ich ja noch auch. Ich habe mir den rechten Knöchel verstaut. Und wer ist vorgefahren? Ja, der Toni. Jetzt noch mal genauer. Wer hat denn jetzt die Tour geplant? Er oder Sie? Die Route. Das war der Toni. Weil ich hatte ihn gebeten, er sollte bitte Rücksicht nehmen auf meinen Mann. Toni, ich hab doch mit dir gesprochen, du sollst nicht so eine... Nein, das ist schon wieder eine Lüge. Du sollst nicht so eine schwere Tour aussuchen. Du hast die Route ausgesucht. Ist doch gar nicht wahr. Kann mir vielleicht irgendjemand erklären, was hier los ist? Ich weiß auch nicht. Also... Hör nicht auf den. Jetzt langs. Ich halte meinen Kopf jetzt nicht mehr für dich hin. Du warst doch diejenige. Du wolltest doch deinen Alten zur Seite schaffen. Jetzt reicht's aber. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch albern. Anita, wie kommt dieser Mistkerl dazu, dir sowas zu unterstellen? Schrei mich nicht so an. Also, jetzt langs. Jetzt will ich mal Klartext sprechen. Am Vorabend war die Anni bei mir im Zimmer. Naja, und also, wir hatten halt Sex. Also, das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Ich denke, da ist, hat sie wohl jetzt auch... Jetzt wird's mal Zeit, dass sie mal alles hier... Jetzt wird's mal Zeit, dass sie mit allem hier rauskommt. Also, war bei Ihnen im Zimmer. Was ist da mit dem Handy? Ich denke, sie wusste dann da mein Handy mit rausgenommen. Sie wollte ihn doch zur Seite schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch albern. Frau Ferner, was wäre eigentlich passiert, wenn Ihr Mann da oben verstorben wäre? Was soll diese Frage? Dann wäre ich wohl Witwe. Und wer hätte Ihren Mann beerbt? Also, das ist ja eine Frechheit schlechthin. Also, antworten Sie mal. Es kann doch nicht wahr sein. Glauben Sie etwa, ich wäre auf die Kohle meines Mannes nur aus? Wäre doch denkbar, oder? Ist doch eine Frechheit. Wissen Sie was, wenn ich meinen Mann hätte loswerden wollen, dann hätte ich mich scheiden lassen. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Nein, nein, nein. Du weißt ganz genau, dass wenn du dich scheiden lässt, du überhaupt keinen Pfennig Geld kriegst. Herr Richter, wir haben einen Ehevertrag, in dem steht, dass... wenn bei einer Scheidung das ganze Geld an mich fällt, sowie das Haus und die Firma. Wenn ich allerdings sterbe, ist sie die Alleinerbin und bekommt dazu noch die Lebensversicherung ausgezahlt. Und? Ich sage hier gar nichts mehr ohne meinen Anwalt. Jetzt ist alles klar! Ihn hast du benutzt für sein Geld! Mich hast du benutzt! Für dich wäre ich fast in den Knast gegangen! Aber das ist doch albern! Anita, warum? Kannst du mir sagen, warum du das gemacht hast? Alles habe ich für dich getan. Du konntest dir alles erlauben. Jeden Wunsch habe ich dir von den Lippen abgelesen. Sei endlich still. Bitte sei still. Ich hasse dich. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Meinst du, ich hab dich nur wegen deiner Kohle geheiratet? Weißt du was? Andere Frauen. Meinst du, sie würden dich so anfassen? Auf mich stehen auch noch andere Männer. Und ich finde auch andere Männer gut. Oder meinst mein du Geld? Etwa, du bist der Einzige gewesen mein in den 7 Jahren? Setzen Sie sich mal sein, wieder hin. Kann es sein, dass du nur mein Geld verdienst? Morgen reiße ich die Scheidung ein. Dann ist dein Unternehmen beruhigen vorbei. Beruhigen Sie sich. Nichts wissen mehr von mir. Herr Ferner, jetzt beruhigen Sie sich mal ganz schnell. Also bei allem Verständnis für Ihre Erregung, aber Sie wollen doch nicht, dass Ihre Frau auf dem Weg doch noch erreicht, was sie vielleicht wollte. Hm? Denk an Ihr Herz. Ja. Sie, Herr Lehrig, Sie müssen nichts sagen, wenn Sie sich belasten wollen. Nein, ich werde hier gar nichts mehr sagen. Sie ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Dann 60-2, unbeeidigt nunmehr als Tatverdächtige. Nehmen Sie da hinten bitte Platz. Tja, vor dem Hintergrund könnte ich mir ja doch vorstellen, dass vielleicht Ihr Handy genauso im Bermuda-Dreieck Höllenklamm verschwunden ist wie in Nitrospray zum Beispiel. Trotzdem, Sie waren hier nicht ganz ungeschoren davon kommen, das muss Ihnen auch klar sein. Sie sind Bergführer, Sie sind verantwortlich für alle, die Sie mitnehmen. Sie dürfen nie einen allein lassen, das ist Ihnen ganz klar. Nie. Ja? Wenn Sie zu dritt sind, muss einer ins Tal und einer bleibt oben. Ich sehe ein, wenn Sie sich weigert, Sie können Sie nicht schlagen, Sie können Sie auch nicht nach unten schubsen, das geht natürlich auch nicht. Sie können sich vielleicht auch darauf verlassen, wenn Sie Ihren Rucksack einmal gepackt haben, dass dann das Handy nur drin ist, aber...
Sie können sich nicht darauf verlassen, auf Kondition und Gesundheitszustand Ihrer Mitfahrer. Ja? Sie müssen sich vorab informieren, wie gut die anderen Tourengänger beieinander sind. Und da müssen Sie ihn selber fragen. Und Sie haben die Verantwortung jederzeit. Sie müssen auch bemerken, wenn es einem zu viel wird, und müssen rechtzeitig umkehren. Und der Vorwurf, der wird Ihnen auf jeden Fall bleiben. Wenn es allerdings so ist, dass Sie hier wirklich benutzt worden sind, dann könnte ich mir vorstellen, Herr Staatsanwalt, dass man die Sache nach 153a gegen eine Geldbuße einstellt. Ich meine aber, die sollte nicht unter 3.000 Euro liegen. Ich möchte ganz kurz meinem Mandanten erklären, was es bedeutet. Verfahren beendet und Sie zahlen ein paar Mark dafür. Okay? Wir wären damit einverstanden. Allerdings bitte ich eines zu bedenken. Mein Mandant hat 1.000 Euro Einkommen und das nur im Winter. Ich halte ein Monatseinkommen für ausreichend. Sie lassen mich ja gar nicht sagen, was ich für richtig halte. Ich hätte ja einen Vorschlag gemacht, 2.000 Euro. Zufällig liegt das in der Mitte von... Einverstanden. Wenn das in Raten zahlbar ist... Ja, dann ergibt folgender Beschluss. Das Verfahren wird nach § 153 kleiner a Absatz 2 StPO eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße von 2.000 Euro an die Bergwacht Berchtesgaden in 6 Monatsraten. Wenn Sie das Ganze pünktlich bezahlen, gelten Sie als nicht vorbestraft. Ja, und das Verfahren wird endgültig eingestellt. Wenn Sie es nicht bezahlen, pünktlich, dann treffen wir uns allerdings leider wieder hier. Das wollen wir doch bitte dem Herrn Ferner auf jeden Fall ersparen. Nicht, dass er nochmal einen Herzinfarkt kriegt. Ja? Sitzung ist geschlossen.